Mit dem Let's Play Kampf habe ich jetzt übrigens auch eine Sicherungskopie. Boah, bei mir ruckelt's grad nicht mehr. Und der nächste Kristall, ich hab's genau gesehen. Ich habe keine. Was? Nicht genug. Was? Was? Jetzt geht's aber los hier. Für ein Kristall ist immer Platz. Wobei ich mich frage, warum wir den nicht in ein Lager tun. Ja, könnt ihr es mir vielleicht sagen? Achso, jetzt können wir den gerade noch fertig ausräumen, wenn ich gerade so viele Steine rausgenommen habe. Weil ich mich frage, wofür wir die Zähne brauchen. Hey, wir haben die Hälfte der Kristalle. Wuhu! Langsam geht das hier mal vorwärts. Yippie, 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 yippie. Ich freue mich gerade echt ein bisschen, dass wir hier mal langsam vorwärts kommen. Und speichern. Kristalle. Zack, und wir sollten mal was futtern. Was futtern? Und warum können wir die Kristalle nicht ins Lager legen? Zack. Den brauch... Ja, klar. Ich will ihn ja nur auch in ein Lager legen. Ich will ihn ja nicht wegschmeißen. Oh. Können wir da trotzdem darunter noch die Rinde und eigentlich unsere ganzen Werkzeuge... Da ich die ja jetzt, obwohl die verwende ich noch. Geht das auch bei Getreide? Moment. Leute. Wenn das bei Getreide geht, ja, dann bin ich jetzt gerade mal der glücklichste Mensch der Welt. Zumindest mal für ein paar Sekunden. Das kann doch gar kein Bug sein, das würde auffallen. Hier war noch irgendwo Getreide. Ah ja, hier. Nee, Getreide droppt ja nichts. Das geht ja nur gar... So, dem Getreide wird einfach... Getreide wird einfach kein Schaden zugefügt. Schade. Und bei Bären? Ach nee, die sammelt man mit E. Schade, also... Unendlich Nahrung kann man sich damit wohl nicht beschaffen. Aber ist ja nicht so, als würden wir aktuell an Nahrungsmangel leiden. Vor allem, wenn ich sehe, wie viele Pilze da hinten rumlungern. Also langsam erkenne ich sogar den Sinn an den vielen Dinosauriern. Weil man sonst diese Welt hier viel zu schnell durchgespielt hätte. Ich frage mich, wofür diese Pflanzen da gut sind. Sowohl die... Als auch diese stinkende da hinten. Und ich frage mich gerade, wie viele Dinosaurier es eigentlich noch gibt, weil es gibt jetzt wahrscheinlich nur noch so zwei oder sowas. Oder drei. So, was können wir jetzt machen? Trinken und dann eine Runde schlafen gehen. Weil wir unbedingt mal Sand herstellen müssen. Weil aus Sand macht man ja bekanntlicherweise Glas. Und daraus macht man Flaschen. Ich habe aber keine Ahnung, ob das hier wirklich so geht. 5 von 10 Kristallen gesammelt. Wow. Was hat uns der Kart geschlagen. Ich würde sagen, das lehrt uns, wir sollten nicht auf dem Weg schlafen. Scheinbar tun uns da doch vorbeigehende Dinos was an oder so. Ich habe aber gerade echt keine Ahnung, warum mir das wehgetan hat.
So, mit der ein... Irgendwie das Gefühl, die respawnen, weil da hinten habe ich schon... Ja, ich hole mir gerade meine kleine Aussicht. Wuppdi-wuppdi-du. Ob die hier hochkommen? Ob die uns hier unten überhaupt, hier oben überhaupt was tun können? Da hinten rennt einer rum. Da unten rannte einer rum, habe ich gesehen. Es ist so ganz so wenig, wie ich erst geschätzt habe, sind es doch nicht, aber es sind nicht mehr so viele wie am Anfang. Und hey, wir haben 5 von 10 Kristallen. Und ich nehme gleich schon... Oh, es ist 11.11 Uhr, Leute. Ich nehme gleich schon wieder eine Stunde auf und... Diesmal fand ich es aber gar nicht so schlimm wie letztes Mal, wo wir die ganze Zeit gestorben sind dann am Ende der Aufnahme. Ich habe das Gefühl, so in Aufnahmesession kommt man richtig vorwärts. So nebenbei. Weil letztes Mal haben wir gleich 2 Inseln geschafft in der Aufnahmesession. Diesmal, da hinten läuft auch noch ein Dinosaurier rum. Und diesmal schaffen wir hier ein Boot fast fertig zu bauen, wo ich gerade übrigens doch die 2 gesammelten Felle anbringen könnte. Dann fehlen uns nur noch 14 Dinosaurier. Wahrscheinlich müssen wir deshalb die Dinosaurier töten, um genug Felle zu bekommen. Und dann passiert irgendwas mit dem Segelboot. Wobei die Kristalle können ja auch nicht ganz sinnlos da kommen liegen. Ich würde sagen, ich habe letztes Mal länger aufgenommen. Aber dadurch, dass ich hier noch etwas verschnupft bin und meine Nase gerade wieder zuläuft, würde ich sagen, das war's fürs Erste. Übrigens, mein Tastaturakku lässt auch langsam nach. Ich würde sagen, das war's fürs Erste. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Stranded 2. Gut. Wo waren wir denn? Wir haben noch 31 Pfeile, sehe ich hier gerade am unteren rechten Bildschirmrand. Nein, wir waren dabei, ein Segelfloß zu bauen, wenn mich nicht alles täuscht. Und, Kristalle zu sammeln sowieso. Ja, und ich bezweifle übrigens mittlerweile langsam, dass das wirklich was mit dem Segelfloß zu tun hat. Also der Fortlauf der Geschichte, wo wir in der Runde geschlafen. Wir sind gerade mit unserer Lebensenergie ziemlich weit unten. Und die Kristalle machen uns langsam ganz schön zu schaffen, rein gewichtsmäßig her. Ja, weil die haben jeder ein halbes Kilo. Und wir können sie leider nicht ablegen, aus welchem Grund auch immer. Wahrscheinlich, weil dann irgendwie der Fortlauf der Geschichte kommt, wahrscheinlich irgendeiner will sie uns wieder abnehmen. Oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Und wenn wir sie dann nicht dabei haben, funktioniert das Spiel nicht. Ich vermute einfach mal solches. Wie gesagt, ich habe es hier noch nie gespielt. So. Gut, die 53 Kieselsteine. Nicht genug Platz. Okay. Hey, dann. Also ich mache mir nur gerade ein paar Sperre. Um ein paar Dinosaurier zu fangen. Ja, um mal ein bisschen weiterzukommen. Also wir brauchen ja noch Felle und wir brauchen Kristalle. Und lauter so Sachen und da schadet es nie. Nicht genug Platz. Das kann doch nicht sein. Oh, wir haben übrigens 2 Fälle. Was ist da denn immer so schwer? Was wir da dabei haben. Manchmal bin ich blind und das ist irgendwie 50 Kilo Eisen oder sowas noch. Hey, wir brauchen nur noch 14 Dinosaurier. Achso, ja, hier, so, zack, aber 5 Lianen können wir mal... So. Ansonsten
Ja, ein bisschen was können wir noch ins Lager eigentlich legen. Aber erstmal sammle ich hier die Äste ein und hau nochmal mit dem Netz drauf los. Das werde ich ab jetzt immer so machen, ganz einfach, weil das wahnsinnig praktisch ist und wir haben schon genügend Äste. Scheinbar sind so Fälle ziemlich schwer, habe ich den Eindruck. Gut, dann hier noch gerade was rein. Da ist ja noch sehr viel frei. Ups, das wollte ich zwar nicht, ist jetzt aber nicht so schlimm eigentlich. Die Blätter unten rein. Das war's aber eigentlich auch schon. Wir kriegen gleich nochmal etwas Inventarplatz, indem ich uns hier mal ein paar Sperre mache. Klick, klick, klick. Oh, weiter geht's. Haben wir 8 Sperre. Wir speichern und gehen nochmal auf Jagd. Und da ich euch in diesem Let's Play auch ein bisschen Wissen vermitteln möchte, so habe ich hier vor mir liegen das Handbuch des nutzlosen Wissens von Hans Wilhelms Hives oder sowas. Das ist sehr lustig gemacht, aber da sind Dinosaurier, deshalb kann ich gerade nichts vorlesen draus. Tut mir leid. Ah, da ist einer. Gut ist er. Und einen Speer kriegen wir auch wieder. Mensch. Ein Speer, 2 Speer kriegen wir sogar wieder. Ja, ein Speer für einen Dinosaurier. Das kann so bleiben. Gut. Hier liegt Kieselstein. Nee. Ich schaue mich hier gerade nur nebenbei ein bisschen um, so wegen Nest und Essen. Da ging es uns ja schon mal besser mit dem, also Nest wegen Zerstören und so. Weniger Dinosaurier zum Beispiel da. Ups. Zum Beispiel das hier. Dabei bin ich jetzt nur gerade etwas leiser und zwar höre ich ganz einfach hier, ob irgendwo ein Dinosaurier ist. Und ich frage mich, ob es das wirklich bringt, das Zeug hier zu zerstören. Aber da das ja wohl Spawns oder sowas sind, irgendeinen werden sie ja haben. Da liegen ja immerhin Eier drin, werde ich dies einfach mal tun. So. Rein aus. Vorbeugen. Oh, wir haben noch ein Fleisch und einen großen Pilz. Nur damit wir da auch wieder ein bisschen bekommen. Also Weizen ist auf der ganzen Insel verteilt und wir müssen hier gerade so auf so vieles, also nach so viel Ausschau halten. Nach Nestern, nach Kristallen, nach Dinosauriern. Das ist ja fast schon Multitasking hier. Nach Hause finden wir dank unserem Teleportstein 2500X, hat ihn Kevin, glaube ich, genannt. Ja, immer sehr leicht. Und wir erforschen hier gerade völlig neu die Insel und ich würde sagen, wir speichern hier gerade mal. Unter Let's Play. Saving Objects, okay. Ah, da unten ist einer. Und da ist der nächste. Und wir sind fast tot.